Hallihallo, Jana hier. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, heute wollte ich euch was zeigen, was ihr wunderbar entweder zum Muttertag anwenden könnt oder auch einfach nur für eure Wohnung. Also, ihr kennt das doch bestimmt auch. Ihr habt eine Vase und ihr habt Lust auf Blumen. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, war ich heute bei Blumen 2000. So, und entweder habt ihr die Auswahl. Ihr kauft euch einen schönen gebundenen Blumenstrauß, der auch extrem teuer ist, oder ihr kauft euch die Blumen selber und bindet die selber. Ich habe einmal Rosen gekauft, ja? So schöne, nicht zu groß. Und ich habe einmal so Sträucher gekauft. Das sind, ich weiß gar nicht, naja, auf jeden Fall ja, so ein paar Äste, ne? Und damit machen wir irgendwie schon einen schönen Strauß. Wir haben hier die Vase, ja? Und in diese Vase wollen wir Blumen. Wenn ihr die Blumen jetzt einfach so in diese Vase tut, dann sehen die doch echt toll aus. Ups. Also, wenn ihr die jetzt so einfach hier rein tut, so, dann seht ihr genau das Problem, was es gibt. Es ist zwar nach außen hin schön, aber guck mal, in der Mitte ist überhaupt gar keine Rose, ja? Und was wir jetzt machen, einen ganz tollen Trick, dafür brauchen wir einfach nur Tesafilm. Ich habe jetzt diese mega große Rolle. Ihr könnt natürlich auch einfach eine kleine Rolle nehmen. Und eine Schere brauchen wir. Die muss ich kurz holen. Erst einmal entfernt ihr hier ein paar Blätter. Weil wenn die Blätter ins Wasser kommen, dann fangen die an schnell zu faulen. Okay? Also, und passt bitte mit den Dornen auf. Ich habe Rosen genommen. Ihr könnt alle anderen Blumen nehmen, die ihr auch mögt. Bei Tulpen zum Beispiel müsst ihr auch ein bisschen unten die Blätter abmachen, bitte. Also, da müsst ihr drauf achten, damit die lange schön halten, sonst könnt ihr jeden Tag das Wasser wechseln und es gammelt. Jetzt schneide ich noch, gerade bei Schnittblumen, die ihr kauft, wo kein Strauß gebunden ist, da ist hier unten die Schnittstelle schon ein bisschen versiegelt. Das heißt, die Blumen können kein Wasser aufnehmen. Also schneidet die einfach mal so schräg ab, ja? Das machen wir jetzt nochmal eben bei allen. Wir nehmen jetzt Tesafilm, so lang, und wir kleben jetzt ein Raster. Ihr könnt das natürlich auch mit mehr Blumen machen, ihr müsst dafür nicht wenig Blumen nehmen. Ihr könnt das machen mit so viel Blumen, wie ihr mögt, dann wird es halt dementsprechend mehr. Also ich klebe jetzt erstmal diese Querstreifen. Und jetzt klebe ich es wieder rum in die andere Richtung, sodass wir halt so ein Raster haben. Und ihr seht wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. In diese Rasterlücken könnt ihr dann ganz einfach eure Blumen stecken. Und dadurch wird es ein schöner, üppiger Blumenstrauß. So, jetzt habe ich die Rosen. Und verteile sie. Ach ja, ich hoffe, ihr habt vorher schon das Wasser reingefüllt. Wenn nicht, denkt bitte dran, das zu machen. Denn jetzt wird es halt ein bisschen schwierig, ne? Und ihr verteilt, ihr seht es, ihr verteilt die Rosen einfach ganz schön hier ein bisschen in der Mitte, damit sie auch stehen bleiben. Ein paar an Rand, wie ihr mögt. Ihr könnt auch in eine Lücke zwei Rosen stellen, je nachdem wie viele ihr habt. Ich habe ja wie gesagt nur einen Bund gekauft, insofern habe ich nicht so viele und verteile sie ein bisschen. Und seht euch das schon mal an, es sieht schon viel, viel schöner aus. Wenn ihr jetzt ein paar mehr Blumen habt, dann wird das sehr, sehr üppig. Ich habe ja noch das Blumengrün, das kann man auch jetzt echt super verwenden, denn das steckt ihr einfach woanders rein. Achtet nur drauf, dass das Blumengrün ein bisschen kürzer ist als die Blumen. Also das hier ist einfach zu lang, weil, guck mal, wenn ihr das reinsteckt, dann seht ihr nichts mehr von den Rosen. Also, ich schneide mir jetzt hier von einzelnen Stücke ab. Die sind etwas kürzer und stecke sie wieder hier rein, ja? Sucht euch die schönsten aus, denn davon, von dem Füllmaterial, gibt es meistens relativ viel für einen ganz kleinen Preis. Ich habe jetzt für die Rosen bei Blumen 2000 2,99 € gezahlt und 1 € für das Grün. Das hat übrigens auch so kleine Blüten, das wird vielleicht auch noch aufgehen.
habt ihr einen total hübschen Strauß, schaut mal. Den könnt ihr wunderbar zum Muttertag verschenken, den könnt ihr euch einfach auf die Fensterbank stellen. Ihr könnt sie auch euren Freunden schenken, der Frühling kommt, stellt euch ein paar Blumen hin, lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert meinen Kanal und ich freue mich auf Feedback. Schickt mir noch mal ein paar Fotos, wie ihr es gemacht habt, wenn ihr es nachgemacht habt, welche Blumen ihr verwendet habt, wie es bei euch geklappt hat. Ihr könnt auch wunderbar bei mir auf die Facebook-Seite Fotos posten oder auf Twitter oder Instagram. Ich freue mich wirklich total. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag und viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss, eure Jana!